Hallo, ich heiße euch wieder herzlich willkommen auf meinen Kanal. Ich habe mal wieder eine BD gekauft und es handelt sich um Kindsköpfe und Kindsköpfe 2 in einem Two-Movie-Collectors-Pack Best of Hollywood. Ich finde es nicht schlecht, weil es ist Teil 1, Teil 2 in einer Hülle. Leider nur in einer ganz normalen Amari. Ist auch jetzt nicht so tragisch. Leider hat es kein Wendecover. Als der FSK-Sticker, Flatschen, wie er es sich halt nennt, ist halt fest drauf. Finde ich immer ein bisschen schade, dass das nicht zum Wenden ist, aber egal. Was kann ich erzählen? Ich zeige euch erstmal die Front, die seht ihr ja hier. Wir haben bei den beiden Filmen ein 16:9 Vollbild, also keine Balken zu sehen, was ich schon mal sehr, sehr schön finde. Und der Ton ist 5.1 DTS HD Master Audio. Das ist auch echt klasse. Bei den ersten Filmen, also Kindsköpfe, sind noch relativ viele Extras, also Bonis mit dabei. Bei den zweiten ist es nicht so extrem viel, aber immerhin auch noch alles da. Also noch ansehenswert. Was kann ich zur Story sagen bei Kindsköpfe? Also ich muss ehrlich sagen, mir hat der zweite Teil, Kindsköpfe 2, besser gefallen als der erste. Das ist auch wieder Geschmackssache, also mir hat es halt besser gefallen, war für mich unterhaltsamer als jetzt der Kindsköpfe Teil 1 Film halt. Warum, kann ich das eigentlich auch nicht so begründen, weil es hat sich halt schöner geguckt, also es war jetzt irgendwie jetzt nicht so langweilig. Kindsköpfe 1 und 2, ein Doppelfeature, Gedöns, Pack. So habt ihr die Hülle gesehen und jetzt seht ihr auch das Innenleben. Drinnen nix. Das ist halt der Kindsköpfe-Film ab 0 freigegeben. Hat natürlich auch so seine schönen Momente, ist auch cool. Aber mir hat irgendwie der zweite besser gefallen. So sieht nochmal alles aus. Kindsköpfe, 1 und 2. Jana Mari, leider ohne Wendecover. Das soll es wieder gewesen sein. Und bis demnächst wieder. Der Georgi sagt wieder Tschüss.